Wir haben heute Dienstag und jeder, der Dragon Quest Heroes 2 spielt, weiß ganz genau, am heutigen Tage und am Wochenende ebenfalls steigt der Beherrschungsgrad einer Waffe schneller an. Das heißt für uns, wer jetzt seine ganzen Waffen unter Attributen, finden wir ja die Beherrschungsgrade, aufpimpen möchte, sodass bei jeder Waffe Stufe 20 erreicht wird, der hat sich einiges vorgenommen. Und ich bin selber so ein Opferkind, ja, muss ich mal so ehrlicherweise gestehen. Ich habe gefarmt, ich habe gesucht, hey, wo kriegst du am schnellsten da einen Boost, einen Bonus auf diese olle Waffenskillung? Und ich habe das bis zum heutigen Tage nicht gefunden. Ich habe jetzt nochmal online recherchiert und Gott sei Dank habe ich endlich heute in einem englischsprachigen Forum eine sehr interessante Hilfe gefunden und das muss ich euch zeigen. Denn diejenigen unter euch, die ebenfalls verzweifeln, weil das Gelevel auch an den Tagen, wo es schon einen Bonus gibt, ja, dass da trotzdem sich nichts tut. Gerade die letzten 5 Sterne, oh, die sind einfach ein Graus. Und du hast keinen Bock, das abzugehen. Aber es gibt einen Ort, da kann man das relativ, in Anführungsstrichen, schnell bewerkstelligen. Und hier mal der Test. Ich bin mal ausgerüstet mit der Axt. Denn unser guter TC, der hat bei der Axt noch nicht einen Erfahrungsschub bekommen. Hier, passt mal auf. Unter Attribut, seht ihr es, er hat einen einzigen Stern und noch nicht einen gelben Balken, auch nur ansatzweise, der zu erkennen ist. Das heißt, ich habe mit der Axt bei ihm noch kein Monster besiegt. Und ihr wisst, wie lange es dauert, auch in den ersten Stern schon zum Erfolg zu kommen. Und jetzt habe ich Folgendes gelesen. Man kann nach Besiegen des Endbosses, wohlgemerkt, hier zum Niemandsland gehen, die Lavalande. Und da sind ja unsere grünen Grünspanen. Ja, der heißt ja so, Grünspanen. Und das sollen wohl die Monster sein, die hier den besten Boost geben auf Waffenbeskillung. Ich habe schon mal getestet und das knallt rein. Das knallt ordentlich rein und das muss ich euch einfach zeigen. Das muss ich euch einfach zeigen. So, wo haben wir hier ein paar? Wir gehen mal Richtung Süden. Wo sind sie hier? Da haben wir schon 6 Stück. Die teilen zwar auch am meisten aus, aber das ist überhaupt gar nicht so schlimm. Es reicht auch schon aus, wenn ich so 3, 4, 5 schaffe zu besiegen und dann seht ihr schon den enormen Boost auf unsere Waffen. Ja, ich hoffe, ich sterbe jetzt nicht hier und ich hoffe ebenfalls, dass ich nicht ganz lange brauche, um die zu besiegen. Ja, 111 Schaden geht aber trotzdem noch. Und ich hätte mir vielleicht auch noch einen kleinen anderen Ring ausrüsten können, dass meine Magiepunkte schneller wieder nachwachsen. So, die ersten 3 sind schon mal gefallen. Ja, wir machen den ja auch noch mal kurz kaputt. Dürfte dann der 4. sein. Und es ist auch schön zu sehen, dass online die ganzen Leute, die das Spiel zocken, vor genau den gleichen Problem stehen. Jeder will wissen, Mensch, oh, es kann doch nicht sein, dass ich hier so lange fahren muss. Wo kriege ich irgendwas schneller hin? Weil ich will einfach hier nicht dutzende Stunden mit dem gleichen Käse verbringen. Und ich bin da völlig genauso. Und wenn man das eben nicht weiß, ja, also ich habe bestimmt jetzt schon unnütz wieder so 10 bis 20 Stunden einfach vergeudet, weil ich das eben vorher nicht wusste. Und da wäre es eben schon viel cooler gewesen, hätte ich vorher ebenfalls da diesen Hinweis gehabt. So, jetzt haben wir, denke ich, genug besiegt. Ah, komm hier, den nehmen wir noch. Der leuchtet so schön, der bettelt, der fährt mich drum. Okay, wie viel haben wir jetzt besiegt? 7, 8 Stück. Reicht zum Testen. Jetzt passt mal auf. Alter, ist das nicht fett? Wir haben fast sogar noch den 8. voll bekommen. Ich meine, klar, am Anfang wachsen die Sterne auch wesentlich schneller als am Ende. Aber 8. 8. Und wir haben 6 bis 8 Leute gerade mal besiegt. Das ist fett. Das ist so dermaßen fett. Ich wusste jetzt auch wirklich nicht, wo ich schon mal einen Gegner besiegt hätte, der mir so einen ähnlichen Schub gab, kann ich mich nicht dran erinnern. Ich kann mich dran erinnern, dass ich mal Stellen im Spiel hatte, wo ich mich gewundert habe, hey, Nanu, wieso hat denn der jetzt schon seinen Level 20 Stern erreicht? Das hat doch sonst immer wesentlich länger gedauert. Also es hängt wirklich von der Stärke eines Monsters ab. Und wer jetzt vielleicht noch einen besseren Tipp hat, vielleicht ist ja der Grünspan gar nicht der effektivste, aber der geht halt relativ schnell down. Man hat hier in dem Gebiet auch sehr viele von denen. Also werde ich hier am heutigen Tage und auch am Wochenende noch die letzten Waffenskills nach oben treiben,
bis ich da alles habe. Und da bin ich wirklich sehr dankbar für diesen Tipp. Ich weiß leider nicht mehr, wer es geschrieben hat und auf welcher Seite ich das gefunden hatte. Aber ja, cool. Auf jeden Fall vielen Dank für diese Information. Das muss man einfach teilen. Ich habe selbst ein Video noch nicht davon gesehen. Und das wird euch bestimmt eine Hilfe sein, weil das ist, schaut es euch an, fast 8. Fast 8. Ja, und damit sage ich auch schon Rinnehauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut.